Mit Günter Grass bin ich oft in die Pilze gegangen. Es war auf der Insel Möhn. Er hatte ein hervorragendes Auge. Jetzt gibt es hier noch keine Pilze, es ist noch zu trocken, aber bald müssten hier Heidelbeeren wachsen. Und seine Verbindung zum Wald war, glaube ich, eine literarische. Er war ein guter Pilzsucher, aber er ist ja in Langfuhr aufgewachsen. Mir wiederum ist der Wald völlig vertraut, weil ich bin im Taunus aufgewachsen, in einer Holzhütte wirklich mitten im Wald. Und fühle mich auch immer im Wald noch am wohlsten. Nur bei diesen Gesprächen in den Pilzen ist irgendwann die Idee aufgekommen, einen Film über den Wald zu machen. Wald lag damals in der Luft, das heißt, das Waldsterben war überall in der Presse und auch in der Akademie der Künste, deren Vorsitz oder Präsidium er gerade übernommen hatte, wollte er, dass alle Abteilungen, die Maler, die Bildhauer, die Architekten, die Literaten, natürlich die Filmleute, etwas über Wald machen. Eine Idee, die nicht von allen mit Begeisterung aufgenommen wurde. Es waren zwar alle sind für den Wald, alle sind immer für den deutschen Wald, aber viele fanden eben, das ist ja nicht die Aufgabe einer Akademie der Künste. Ich erinnere mich, er hat gar kein Drehbuch geschrieben, sondern eines Tages, ich glaube in Wewelsfleth bei ihm, hat er einfach ein großes weißes Blatt Papier auf eine Staffelei gespannt und hat gesagt, da wir über den Wald sprechen, müssen wir jetzt erstmal eine Erzählperspektive finden. Und ich glaube, unsere Hauptfigur ist doch ein Baum. Und hat schnell die Silhouette von einem Baumstamm zunächst mal hingemacht. Und dann wurden aus diesem Baumstamm allmählich die verschiedenen Erzählstränge entwickelt. Also ein erster Strang war hier die böse Industrie, die den Wald vergiftet. Ein anderer Strang die Politik, die nichts dagegen tut. Ein anderer Strang die Grünen, die gerade damals ihre Partei gegründet hatten, die das Laub des Waldes retten wollen. Und dann unten aus der Wurzel, und jetzt zeichnet er dann die Wurzeln, da kommen die eigentlichen Einwohner des Waldes her. Die Heinzelmännchen, die sieben Zwerge, Schneewittchen und so weiter. Und die versammeln sich jetzt in dem Baum. Jetzt fängt der Baum auf einmal an zu leben auf all diesen Ästen. Denn die haben begriffen, dass ihr Lebensraum in Gefahr ist, wenn es keinen Wald mehr gibt, dann können die auch nirgends mehr leben, die Märchengestalten. Also müssen sie etwas tun, um den Wald zu retten. Und von dieser Märchenperspektive ist er dann zurückgegangen und hat gesagt, ja, wir wollen ja keinen Walt Disney-Film machen. Ich bin dafür, wir fangen an mit Helmut Kohl, der damals Kanzler war, ein Pressetermin im Wald, weil es gibt immer schöne Bilder, wie man hier sieht. Und um seine Erklärung abzugeben, wie er nun den Wald retten will. Und mit ihm sind seine beiden Kinder Hänsel und Gretel. Und die verlaufen sich jetzt im Wald. Sie kommen an die Hütte der Hexe natürlich, an das Knabberhäuschen. Und dort treffen sie Schneewittchen und viele andere. Und da beginnt dann das Komplott der Märchenfiguren. Sie überlegen sich im Hexenhaus bei diesem Komplott, wie sie die Menschheit aus der Bahn des Fortschritts schmeißen können. Also der erste Feind ist mal die Autobahn. Muss man wissen, dass Günter Grass ja nicht mal einen Führerschein hatte. Und das ist für ihn eine schreckliche Erfindung der Nazis war. Die Märchenfiguren streuen also in den Ritzen, dort wo früher die Betonplatten der Autobahnen zusammengestoßen sind, überall Samen. Mit dem nächsten Regen quellen diese Samen auf, die Platten werden ausgehebelt, der Beton bricht überall. Das gleiche an Eisenbahnbrücken, an Überführungen und überall. Ihm ging es vielmehr darum, dass wir den Wald auch als Kulturraum
so viele deutsche Literatur des 19. und 18. Jahrhunderts bezieht sich auf den Wald, erklärt sich aus dem Wald. Also es ging viel mehr um Natur und Kultur als um Industriefeindlichkeit. Natürlich, bei so viel Aktualität, damals wie heute, kann man sich natürlich fragen, und warum ist der Film nie gemacht worden? Ich weiß gar nicht mehr die Antwort. Ich kann mich nicht erinnern. Es gab damals noch kein CGI, also man konnte noch nicht mit dem Computer die Wirklichkeit tricksen. Es hätten also die Kosten von einem normalen, riesigen Ausstattungsfilm gebraucht, mit all den Special Effects von Brücken, die einstürzen und so weiter. Wir haben sogar daran gedacht, um das zu entgehen, wenn wir den Film in Schwarz-Weiß drehen, wenn wir ihn mit den alten Methoden des Stummfilms drehen, also so wie Méliès, die Reise auf den Mond, was ja den Märchenfiguren angepasst gewesen wäre. Aber das schmeckte dann wiederum den Filmverleihern nicht. Nee, das ist ja Kinderfilm. Ja. Also irgendwo hat der Film in keine Kategorie gepasst und ist deshalb nie gemacht worden, was wirklich schade ist. Die Arbeit war insofern nicht verloren, weil Günter Grass daraus dann im Roman Die Rettin ein ganzes Kapitel, eigentlich einen ganzen Teil gemacht hat. Das wirkt vielleicht in Der Rettin etwas aufgefropft, was ja auch ist, denn es war eigentlich als eigenständiges Werk gedacht. Aber es passt natürlich auch sehr gut in Die Rettin, denn Die Rettin ist ja das überlebende Tier, das ist die Überlebenskünstlerin überhaupt, viel mehr als die Menschen. Und insofern trifft das auch wieder das Thema des Filmprojektes, dass eigentlich alle Ratten und Märchenfiguren viel geeigneter sind, diesen Planeten zu bewohnen als die Menschen. Vor einem Jahr war ich in Indien, in Kalkutta, weil ich zurzeit einen Film zwar nicht über den Wald, aber über Bäume mache, Der Waldmacher, über einen australischen Agronomen, der es fertig bringt, ganze Wälder wieder wachsen zu lassen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen, weil er den Wurzeln im Boden die Chance gibt, wieder zu sprießen und dann diese Sprösslinge schützt und hochpäppelt, sodass er nach 3 Jahren einen so großen Baum hat, der unter sich ein ganzes Kraftwerk hat, die alten Wurzeln der alten Bäume, die jahrzehntelang überleben und die ihn von unten mit Feuchtigkeit und allem versorgen, was er braucht zum Leben. Ich habe angefangen, einen Film über Bäume zu machen und zum Schluss ist ein Film über Kleinbauern in Afrika geworden. Also immer verwoben natürlich die Natur und die Kultur und der Mensch. In all unseren Zusammenarbeiten hat Günter Grass immer darauf bestanden, dass die Arbeit episch erzählt. Damit meinte er nicht das epische Theater wie Brecht, sondern er meinte damit, epische Erzählung ist, wenn ich einen Menschen, eine Liebesgeschichte, eine Familiengeschichte erzähle, von A nach B, und plötzlich kommt die Geschichte mit einem großen G dazwischen, die Historie, der Zweite Weltkrieg, die Umweltverschmutzung, die Erderwärmung, die Klimakatastrophe oder was auch immer. Und nun müssen die Menschen, aus der Bahn geschmissen, darauf reagieren. Und so wie jeder Einzelne reagiert, erzählt sich am besten dann sein Charakter. Und das ist im Grunde auch, was den Bauern, die ich da in der Sahelzone getroffen habe, sie sind alle am Rande einer Katastrophe, die auf sie zukommt. Sie wissen, sie werden bald nicht mehr von dem Boden leben können. Wie können sie darauf reagieren?